Was wolltest du den Salzburgern immer schon mal sagen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube einfach, das Wichtigste ist, dass wir in Salzburg so schön haben und so viel schöne Kunst und gute Musiker haben und dass das natürlich auch sehr so zu unterstützen sein kann und dass ich das natürlich sehr schön finden würde, wenn wir da regional auch noch mehr Unterstützung gegeneinander hätten. Welche Geschichte aus deiner Kindheit wirst du später mal deinen Kindern sicherlich erzählen? Das ist eine sehr gute Frage. Es kommt immer darauf an, wie lange die Kindheit zählt. Wenn ich meine Kindheit bis 19 Jahren ziehen dürfte, dann würde ich natürlich meine Zeit in Amerika, die 2 Monate, erzählen, weil da habe ich natürlich vor allem persönlich sehr viel gelernt und eben auch sehr, sehr schöne Sachen erlebt. Was macht für dich das Leben in Salzburg so schön? Ja, wo soll man anfangen? Also von der schönen Umgebung am Land sozusagen bis hin zur wunderschönen Stadt. Ist natürlich wunderschön zu leben, aber auch dann auf der anderen Seite die Kunstszene und die ganzen Möglichkeiten in der Kunst und eben mit dem Mozarteum und allem Möglichen. Also ich glaube, da sind wir in einer der schönsten Städte überhaupt. Wunderbar, Dankeschön. Danke.